Hallo, ich bin Sophie Mayberry und ich zeige dir heute, wie du solche wunderschönen Mohnblumen mit Aquarellfarben gestalten kannst. Für unsere Mohnblumen brauchen wir Aquarellpapier, Aquarellfarben, zwei Pinsel, einen großen Rundpinsel und einen Feinpinsel für unsere Details und Wasser. Um den Aufbau von Mohnblumen erstmal zu verstehen, habe ich dir hier zwei Skizzen angefertigt. Da kannst du sehen, dass eine Mohnblume aus großen, weichen, übereinanderlappenden Blättern bestehen. Bei dem etwas abstrakteren Aquarellstil ist es gar nicht so wichtig, dass wir jetzt perfekt die Blütenblätter hinbekommen. Es geht nur darum, dass wir ungefähr wissen, welche großen Farbflecken wir denn mit Aquarellfarbe malen müssen, damit es den Anschein hat, dass es eine Mohnblume ist. Wir beginnen mit der oberen Form. Hier kannst du sehen, dass zum Beispiel dieses Blatt hier zu uns geneigt ist, deshalb ist es ganz, ganz flach und langgezogen. Das Blatt dahinter ist so ein bisschen kleiner, das bedeutet, das ist auch so ganz leicht zu uns gefallen und die drei hinteren Blätter, die sind auch so ein bisschen ineinander verschachtelt. Wir starten bei der Technik mit den vorderen Blättern und gehen dann Schritt für Schritt nach hinten. Dafür kannst du dir jetzt erstmal deinen Rundpinsel schnappen und wir brauchen einen kräftigen Rotton. Davon brauchen wir jetzt zwei verschiedene Intensitätsstufen. Also wir brauchen einmal einen relativ hellen Rotton. Das heißt, ich gebe jetzt hier relativ viel Wasser rein, damit mein Rotton schön hell wird. Und in meinem Näpfchen habe ich aber zusätzlich ein bisschen Wasser liegen, damit ich nachher auch nochmal hochpigmentierte Farbe aus dem Näpfchen direkt nehmen kann. Denn wir wollen hell anfangen und dann dunkle Farbe mit reintupfen. Meine erste Mohnblume möchte ich ungefähr hier positionieren und die zweite später hier. Das heißt, ich orientiere mich jetzt grob daran, dass ich in diesem Bereich bleibe und nehme mir helle rote Aquarellfarbe mit meinem Pinsel auf und starte einfach mit dem ersten Blütenblatt. Das ist ja in dem Fall das, was wir hier vorne sehen. Wir müssen natürlich erst den Vordergrund malen können, dann Schritt für Schritt weiter nach hinten gehen. Dafür starte ich mit meiner Pinselspitze und fächere meinen Pinsel dann so ein bisschen auf und so entsteht ganz schnell dieses flache, lange Blütenblatt. Weiter geht es mit dem mittleren Blütenblatt. Hier schaue ich jetzt einfach, dass ich in schnellen Pinselbewegungen eine solche Form hinbekomme. Wenn du mit der Pinselspitze das Ganze erst konturierst und dann ausmalst, wird das Ganze wahrscheinlich zu statisch. Deshalb würde ich dir immer empfehlen, schnell in großen Pinselbewegungen zu machen, ohne dich zu sehr zu verzetteln. Ich kann dann weitermachen mit meinem Blütenblatt an der Seite. Da starte ich hier, wo das Blütenblatt am Stiel hängt und gehe dann grob um mein mittleres Blütenblatt herum. Aber auch hier könnte ich jetzt auch gucken, dass sich die Blütenblätter mal berühren. Also es muss jetzt nicht so sein, dass jedes Blütenblatt für sich steht, sondern da darf auch mal das eine Blütenblatt ins andere Blütenblatt laufen. Dann kann ich weitergehen und mache noch die beiden anderen Blütenblätter im Hintergrund. Die sind so ein bisschen größer, weil die so ein bisschen nach oben stehen. Und dann habe ich jetzt schon mal so eine grobe Aufteilung von meinen Blütenblättern. Ich muss nur gucken, dass die nicht zu zackig werden, weil die Blütenblätter an sich relativ rund sind und immer nur so ein paar kleinere Erhebungen haben. Das heißt, hier kann ich so ein bisschen nachjustieren. Und solange das jetzt noch nass ist, gehe ich hin, nehme mir ein Stück Papier und kann jetzt einmal hier an den oberen Blütenblättern so ein bisschen Pigment wegnehmen, damit ich hier so ein paar helle Lichtpunkte bekomme, genauso wie hier unten zum Beispiel, kann ich es auch ein bisschen heller machen. Überall, wo ich mir vorstelle, dass zum Beispiel das Licht da drauf fällt und dass deshalb die Blütenblätter an der Stelle etwas heller sind. Und solange das jetzt noch nass ist, gehe ich jetzt, wie ich gerade schon angekündigt habe, nochmal in mein Pigment rein, hole mir nochmal richtig dunkle Farbe und kann jetzt schon mal so ein paar dunkle Areale hinzufügen, damit das Ganze mehr Tiefe bekommt. Das Ganze lasse ich jetzt trocknen, mache bei meiner zweiten
Blüte weiter. Auch hier starte ich mit dem vorderen Blütenblatt. Die Blüte wird dir jetzt wesentlich leichter fallen, weil sie natürlich nur aus drei Blütenblättern besteht. Ich werde die so ein bisschen schräg machen, damit nicht beide Blütenkerzen gerade nach oben stehen. Das heißt, ich gucke, dass ich diese Skizze einfach visuell so ein bisschen drehe, dass es ein bisschen zur Seite steht. Und dann starte ich hier mit meinem großen Blütenblatt. Das versuche ich auch wieder mit großen Pinselbewegungen zu machen. Und setze links und rechts hier noch ein Blatt daneben. Auch hier kannst du darauf achten, dass du mal ein bisschen Weißraum zwischen den einzelnen Blütenblättern hast und mal dürfen die sich aber auch berühren. Solange das noch nass ist, können wir auch hier ein kleines bisschen mit Papier reintupfen an einer Stelle. Nicht zu viel, damit es nicht zu unruhig wird. Und auch hier können wir jetzt nochmal ins Näpfchen reingehen und uns dunklere Farbe aufnehmen und können hier ein kleines bisschen schon mal Kontrast setzen. Und auch das lassen wir jetzt erstmal so trocknen. Im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt einmal die Stiele an und ich möchte noch eine kleine Knospe auf die linke Seite malen. Für die Stiele nutze ich einen schönen Grünton, den ich mir hier aus verschiedenen Grüntonen zusammenmixe. Ich starte mit einem sehr, sehr gelblichen, hellen Gelb-Grün und gebe da ein Ticken Olivgrün hinzu, damit das Ganze ein bisschen gedeckter wirkt. Und habe auch hier jetzt erstmal eine sehr helle Farbmischung, damit ich später noch mit einer dunkleren Farbe drüber gehen kann und trotzdem schöne Kontraste hinbekomme. Das heißt, ich habe jetzt hier meine helle Farbe am Pinsel und jetzt versuche ich meine Mohnblumen mit Stielen auszustatten, die nicht zu gerade sind. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal in der Natur gesehen, dass die immer so ein bisschen geschwungen sind und dass die sehr dünn sind und dass die so ein bisschen sehr wild irgendwie kreuz und quer stehen. Und das würde ich jetzt hier auch einmal machen. Das heißt, ich starte hier in der Mitte von meiner Blüte. Ich stelle mir ja vor, der Mittelpunkt meiner Blüte hier ungefähr ist. Also hier wird irgendwo der Blütenstempel sein. Den sehe ich natürlich nicht, weil dieses Blatt davor ist. Aber ich stelle mir vor, hier könnte ungefähr der Mittelpunkt sein. Und natürlich muss unser Stiel an unserem Blütenstempel dranhängen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gedanklich die Linie verlängere, dann weiß ich ungefähr, wo später mein Blütenstiel rauskommt. Das bedeutet, wenn ich sage, hier ist ungefähr mein Blütenstempel, dann weiß ich, okay, hier müsste der ungefähr rauskommen. Und dann kann ich jetzt ganz einfach eine schöne geschwungene Linie hier runterziehen. Bei der ersten Blüte mache ich das noch relativ extrem. Bei der zweiten Blüte, damit es natürlich nicht zu wild aussieht, kann ich beispielsweise hier das Ganze ein bisschen gerader machen und einfach nur eine große Kurve machen. Und für meine Knospe setze ich jetzt hier noch eine, wie eine kleine Laterne dran. Das bedeutet, ich starte mit einer großen Kurve und setze ans Ende der Kurve zwei kleine Umrandungen, wo ich später noch ein bisschen Rot mit reinpacke, damit das so aussieht, als ob die Blüte fast aufgeht. Solange das jetzt hier alles noch so schön nass ist, gehe ich einmal in einen dunkleren Farbton rein. Das heißt, ich mische mir jetzt hier schnell einen sehr dunklen Farbton. Und mit diesem kann ich jetzt ein paar Kontraste setzen. Zum Beispiel würde ich hier an den Ansatz von meinen Stielen etwas dunkler setzen. Genauso wie hier an meiner Knospe. Da kann ich ein bisschen dunkel reinsetzen. Ein bisschen hier und da auf die Stiele. Und solange das jetzt noch nass ist, kann das nämlich von alleine jetzt wunderschön zerfließen. Während unsere Blüten jetzt trocknen, können wir uns endlich den ganzen Details widmen. Ich habe jetzt hier meinen ganz kleinen Schlepperpinsel, also einen Pinsel, mit dem ich sehr fein malen kann und werde jetzt auf meine Blütenblätter noch ein paar Linien und Punkte und kleine
Verzierungen hinzufügen. Dafür schnappe ich mir einfach wieder erstmal denselben Farbton, den ich eben schon verwendet habe, nur ein kleines bisschen dunkler, damit man ihn auch gut sieht. Und wenn du ganz schmale, feine Linien malen möchtest, dann würde ich dir immer empfehlen, deinen Pinsel einmal ein bisschen abzutupfen an einem Tuch, weil dann bekommst du tendenziell sehr viel feinere Linien hin, als wenn der so vollgesogen ist. Und dann starte ich einfach, dass ich so ein paar Strukturen auf meine Blütenblätter setze. Dadurch bekomme ich es auch hin, dass man die besser erkennen kann, die einzelnen Blütenblätter, weil ich die dann so ein bisschen besser voneinander trennen kann dadurch. Also versuche ich ganz dünne Linien locker flockig nach oben zu ziehen. Ich kann hier an den Enden der Blätter auch noch so ein paar ganz feine Linien setzen, wie so kleine Einrisse. Außerdem kann ich mit meinem feinen Pinsel auch noch so ein paar sehr dunkle Kontrastpunkte setzen, indem ich ihn einfach etwas flacher halte und dann zum Beispiel hier und da mit einem sehr hochpigmentierten Ton noch mal einige ganz dunkle Stellen hinzufüge, um dem Ganzen noch mehr Tiefe zu geben. Das können auch hier und da einfach nur so ein paar Punkte sein, die irgendwo auf dem Blütenblatt sind. Das mache ich dann bei meiner anderen Blüte auch einmal. Und so wird die Blume Stück für Stück dreidimensionaler und bekommt viel mehr Lebendigkeit. Ich punkte jetzt noch ein bisschen, weil auch das wieder ganz kleine, interessante Kontrastpunkte gibt. Und kann außerdem noch mit einem sehr dunklen Braunton, man könnte theoretisch auch schwarz nehmen oder eine Mischung daraus, mache ich jetzt auch noch ein paar Stempel, beziehungsweise nur so ein bisschen diese schwarzen Punkte der Mohnblume. Das bedeutet, ich setze jetzt einfach nur so hier in meine Weißräume so ein, zwei dunkle Punkte hin, um das so ein bisschen anzudeuten. Weiter geht es mit unseren Stielen. Auch hier füge ich jetzt noch einige sehr dunkle Details hinzu. Dafür nehme ich mir wieder meine dunkle Farbmischung, ein dunkles Grün und kann dann auch hier nochmal so ein paar Kontraste in fein hinzufügen. Entweder kleine dünne Striche beispielsweise oder einfach nur hier und da so ein paar dunkle Flecken. Auch bei meiner Knospe werde ich jetzt noch mal viel mehr Detail hinzufügen, indem ich zum Beispiel einfach ganz dünne Linien reinsetze, um dem Ganzen mehr Haptik zu geben. Auch einige Kontraste und hier und da wieder so ein paar kleine Punkte, die ganz dunkel sind. Das macht das Ganze auch wieder haptischer. Was außerdem sehr typisch ist für Mohn, ist, dass wir so ganz kleine Härchen haben auf unseren Stielen und auf unseren Knospen. Und auch die kann ich jetzt mit meinem feinen Pinsel, wenn ich ihn so ein bisschen abtrockne, mit schnellen kleinen Bewegungen noch hinzufügen. Das mache ich zum Beispiel hier bei der Knospe, aber auch bei meinen Stielen so ein bisschen, dass sie so ein bisschen haarig aussehen. Muss nicht überall sein, also es reicht, wenn wir nur hier und da so ein paar ganz feine Linien hinzufügen. Was uns noch fehlt, ist ein bisschen Rot in unserer Knospe. Da können wir jetzt eigentlich auch direkt den kleinen Pinsel nehmen und ein bisschen Rot in die Mitte packen. Da reicht wirklich nur so ein kleiner Farbtupfer, damit auch hier nochmal die Farbe aufgegriffen wird. Und dann würde ich jetzt zu allerletzt noch ein paar Sprenkel setzen, damit das Ganze so ein bisschen künstlerischer aussieht. Dafür nehme ich mir wieder meinen großen Pinsel, lade den richtig voll mit ganz viel roter Farbe und dann halte ich den einmal so übers Papier und kann jetzt durch klopfende Bewegungen mit dem Zeigefinger ein paar
Sprenkel hinzufügen und jetzt ist das Ganze eine richtig schöne Komposition. Ich hoffe, dass dir dieses Tutorial gefallen hat und wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmalen.